herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der Entwickler-Pages-Tutorial-Serie Spieleentwicklung mit Unity. In den letzten Folgen haben wir uns Unity GUI angesehen und heute will ich die Unterreihe abschließen mit einem Tutorial, wie man die Skins, also die GUIs personalisieren kann, auf das Spiel anpassen kann. Dazu starte ich erstmal hier unsere Szene. Ich habe da schon was vorbereitet. Und zwar habe ich unser Fenster ein wenig manipuliert, sodass jetzt die Farben grün und rot sind. Außerdem habe ich unten so ein paar Regler eingebaut, mit denen kann ich automatisch hier drin die Farbe steuern. So dass ich das alles jetzt hier weiß machen kann oder lila, blau. Auch hiermit kann ich die Schriftfarbe dann ändern. Huch, na. Da sind alle Möglichkeiten gegeben. So was sollte man sich vielleicht mal basteln. Ich zeige euch gleich, wie ihr die Farbe selbst einstellen könnt. Ein solchen Dialog macht Sinn, wenn man tatsächlich andere Farben nutzen möchte. So kann man schon im Vorhinein testen, was sieht gut aus. Zum Beispiel Blau auf Blau ist meiner Meinung nach eine Kombination, die kann man gar nicht erkennen. Dagegen ist dann zum Beispiel sowas wie... Na? Ja, das... Sowas zum Beispiel wie Gelb auf Gelb geht eigentlich ganz gut. Und dann kann man das testen. Will ich jetzt zum Beispiel so ein... Na, erst einen blauen Ton oder vielleicht sowas Türkises. Nehme mal das hier raus. Wenn man sowas haben will, kann man halt testen, wie sieht das Ganze aus, welche Farben soll ich dazu nehmen. Macht vielleicht Sinn, sich so einen Dialog zu basteln. Ist nicht schwer, zeige ich euch gleich. Vorher zeige ich euch aber erstmal, wie ihr überhaupt die Farbe ändern könnt. Dazu wechsle ich in die Skriptansicht. Hier unten ist der Code, dafür nötig ist. Und zwar benutzt GUI, hat GUI drei Eigenschaften, um die Farben zu steuern. Die erste ist GUI.color. Mit der könnt ihr beide steuern, also die Hintergrund- und die Vordergrundfarbe. Das ist immer so eine Sache, wie gesagt, für einfache Kombinationen geht es ganz gut, aber meistens macht es Sinn, das beides getrennt zu steuern. Das können wir mit GUI.content.color, damit steuern wir den Textfarbe. Und mit GUI.background.color halt den Hintergrund. Hier weist man einfach ein New Color zu, also es gibt auch ein paar vorgefertigt, zeige ich mal kurz mit GUI.color. Huch. Ist gleich. Na, verdammt. Huch. Ist gleich New Color. Hat man hier die Möglichkeit, drei Float-Parameter zu geben oder vier, je nachdem, wie man es will. Der vierte wäre dann Alpha-Wert. Was die Farben betrifft, es gibt zwei Darstellungen für Farben. Das sollte man allgemein wissen für RGB-Farben. Die eine geht von 0 bis 255 und die andere geht von 0 bis 1. Unity verwendet von 0 bis 1 für die meisten Sachen in der direkten Grafikprogrammierung jetzt. Das heißt, 0 ist schwarz und 1 ist weiß, wenn alle Parameter gleichgesetzt sind. Oder anders gesagt, 0 ist immer der, ist gar kein Inhalt. Und 1 ist der volle Inhalt, dass man es ein bisschen im Hinterkopf behält, wenn man eigene Farben reinmischt. Außerdem bietet die Color-Klasse noch eigene vorgesetzte Parameter. Zum Beispiel können wir Black, Blue, Clear, ja, Clear ist, glaube ich, alles auf 0. Nee, ich weiß nicht, was Clear ist. Doch, wahrscheinlich ist der Transparenzwert dann auch auf 0. Dann haben wir hier noch Cyan, Grau, Grün, das andere Grau. Na, Gray und Gray, also, falls ihr es noch nicht wisst, das eine ist, glaube ich, amerikanisch, das andere Englisch. Wenn man es so jetzt sieht, ist das eine ist etwas dunkler als das andere. Also, ich glaube, das E ist heller und das A ist dunkler. Muss man mal ausprobieren. Also könnt ihr alles setzen, ohne jetzt extra einen New Color zu erstellen. Zumindest sind es ein paar vorgefertigte. Ich komme die ganze Zeit gegen die falschen Tasten. Das war es dann auch eigentlich schon zu den Farben an sich. Das können wir ganz einfach hier setzen. Jetzt habe ich auch noch eine andere Sache, mit der wir das Ganze personalisieren oder customisieren. Ich lasse dir mal mit den englischen Begriffen. Und zwar gibt es eine Klasse, die nennt sich GUI Style. Ich mache hier mal ein Public GUI Style rein. Stil. Sehr langweilig. Das können wir jetzt überall reinsetzen, wir wollen den Stil. Wir können das zum Beispiel... Wo haben wir denn hier irgendwas? Beim Button. Machen wir mal hier... Oder... Machen wir es mal beim Button. Ich setze hier ein weiteres Komma rein. Jetzt sehen wir, hier ist ein GUI Style, kann erwartet werden. Jetzt setze ich unseren Stil hier rein. Ich kopiere das Ganze mal einfach, dann kann ich das bei allen reinsetzen, das ist ein bisschen einheitlicher. So, jetzt wechsle ich in die andere Ansicht.
Und starte das. Jetzt hat sich hier insofern was verändert, dass alles ein bisschen schwach aussieht. Der Grund dazu, wenn ich jetzt mal die Main-Kamera aufrufe, ist, dass wir jetzt hier so einen Stil haben, den können wir aufklappen. Und jetzt haben wir ja haufenweise Eigenschaften, die wir setzen müssen, können, wollen. Wir können erstmal einen Namen definieren, mache ich jetzt aber nicht. Muss man nicht unbedingt. Hier kann man jetzt die normale Farbe reinsetzen. Und gegebenenfalls auch einen Hintergrund. Wenn man jetzt einen Knopf hat, kann man hier noch einen Hintergrund setzen. Zum Beispiel das hier. Wenn ich das jetzt mal starte, dann sieht das Ganze total durcheinander aus, aber das kommt durch die Färbung mitunter auch, weil wir die Hauptfarbe hier einfärben, die Background Color. Dadurch wird der Hintergrund dann so merkwürdig gefärbt. Trotzdem erkennen wir jetzt hier, dass so eine Art Knopfform vorhanden ist. Also man sollte schon ein entsprechendes Bild an raussuchen, was dazu gut passt, wenn man einen Button macht. Das ist jetzt für alles möglich. Wir können damit auch jetzt ganz normal Label erstellen, so ein Kram. Wir können alles Mögliche jetzt hiermit machen mit diesem Stil. Wir können eine eigene Schriftart festlegen. Hier sind haufenweise Einstellungen. Was haben wir denn noch? Border. Hier können wir die ganzen Zustände definieren. Normal ist der Standardzustand. Manche Arten von Komponenten, von grafischen Komponenten haben besondere Zustände. Zum Beispiel Hover. Ein Knopf kann man Normalzustand haben. Wenn man Hover ist, heißt es, dass die Maus da drüber ist. Active ist, wenn er geklickt wäre. Und Focused, ja, ich glaube, ein Button in Unity geht das gar nicht. Das ist, wenn sie einen Fokus kriegen, zum Beispiel ein Fenster. Ein Fenster bekommt immer einen Fokus, wenn es so weiß aufleuchtet, beim normalen Stil. Und hier haben wir dann noch so ein paar Ereignishändler. Ja, hier können auch Abstände definieren, Standardsachen, also Margin ist Außenabstand ab der Grenze der Textur und Padding ist das Innere, der innere Abstand zum Text hin, sozusagen. Gut, das kann man machen. Das macht dann jetzt meistens sehr viel Label und so eine einfache Form Sinn, weil es nicht immer einfach ist, so einen ganzen Stil selbst zu machen. Da gibt es noch eine andere Möglichkeit, und zwar gibt es sogenannte GUI Skins. Dazu gehe ich mal in unser Projektverzeichnis. Ein GUI Skin ist eine Sammlung. Am besten stelle ich es einfach mal Create und dann steht hier irgendwo GUI Skin dran. Das nenne ich jetzt mal unser Stil. Unser Style. Und jetzt sehen wir ja rechts im Inspektor. Hier können wir erstmal die Schriftart festlegen. Standardmäßig gibt es, glaube ich, nur Arial. Genau. Und jetzt haben wir hier alle möglichen Elemente, die es hier gibt. In Unity. Alle Steuerelemente. Und noch ein paar zusätzliche Sachen, zum Beispiel die ganzen Zustände. Zum Beispiel auch Fenster haben wir. Jetzt können wir hier Windows bearbeiten. Jetzt können wir zum Beispiel sagen, dass. Jetzt haben wir hier so eine Window-Textur. Vorsicht, wenn wir das auswählt, wir können es nicht zurücknehmen. Das heißt, wenn ihr die Textur hier ändert, ist sie weg. Wir können nicht auf die Standardtexturen zurückgreifen. Leider. Aber jetzt kann man zum Beispiel sagen, dass ein Fenster, wenn es den Fokus bekommt. Was machen wir denn hier? Machen wir mal hier das ganze Ding rot. Das machen wir blau. Na, da können wir hier so einige Einstellungen machen. Und diesen GUI-Skin können wir jetzt zuweisen. Das machen wir folgendermaßen. Ich gehe jetzt in die Skriptansicht. Den Stil lösche ich hier raus. Und mache hier stattdessen statt GUI-Style GUI-Skin rein. Wechsel zurück. Ach nee, stopp. Noch eine Sache müssen wir bearbeiten. Und zwar müssen wir den zuweisen. Das mache ich jetzt innerhalb des Fensters. Ich nehme die Farben alle mal erstmal raus. Also markiere sie. Und stattdessen mache ich jetzt GUI.skin gleich Stil. Jetzt weisen wir unseren Skin zu. Wenn ich jetzt wechseln starte, dann klicke ich doppelt. Ja gut, beim Fenster hat sich jetzt nichts getan. Ach klar, das Problem ist, das Fenster wird nämlich, wenn ich jetzt in die Code-Ansicht nochmal zurückwechsle, das Fenster wird nämlich oben gesetzt. Das heißt, es ist. Wir setzen das ja erst den Skin innerhalb unserer Fensterfunktion und dadurch wird das auf das Fenster nicht mehr angewandt, weil das Fenster schon zu dem Zeitpunkt erstellt ist. Das heißt, wir können das jetzt nicht aufs Fenster anwenden. Dann wenden wir es mal auf den Button an. Den haben wir ja. Das habe ich vergessen. Wir können jetzt zum Beispiel jetzt sagen, die Standardfarben, die Standardtextur, haben wir eben schon mit rumgespielt. Mache ich mal das so. Wenn es active ist, soll es so einen Orangeton kriegen. Wir können natürlich auch eigene Bilder. Wenn man eine GUI richtig erstellen will, muss man natürlich auch eigene Bilder. Huch.
muss natürlich auch eigene Bilder reinsetzen. Sonst geht das alles nicht. Ja gut, das hat jetzt leider nicht so richtig die Auswirkung erzielt. Ich habe einen Plan, warum. Huch. Nee. Gut, das hat jetzt offensichtlich nicht so ganz gut wie geplant funktioniert. Wenn wir noch mal kurz gucken. Ach, ich glaube, ich weiß warum. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich war der Meinung, man konnte es direkt zuzuweisen. Ich mache nochmal was ganz Krasses, wenn das nicht klappt. Habe ich auch, glaube ich, schon die Antwort, warum es nicht funktioniert. Ich wechsle nicht oft das aus. Also solche Sachen, die macht man einmal, dann hat man's. Ich setze jetzt beim Button ganz normal auf Diffus. Und wenn es jetzt nicht klappt, dann weiß ich warum. Offensichtlich akzeptiert das hier nicht mit einer Direktzuweisung. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier noch... Das heißt, wir müssen das immer jeweils für die einzelnen Dinger selbst machen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, hier können wir Stil.button nehmen. Und dann wählt er automatisch jetzt den Button, den wir hier selbst erstellt haben, im Stil aus. Huch, Null Reference Exception. Was denn? 46. Habe ich vergessen, es zuzuweisen? Ist das der Grund? Ich glaube, ich habe gerade den Grund gefunden. Das liegt nicht an mir. Ich habe das wahrscheinlich schon richtig gemacht und wurde nur gerade verwirrt. Ich glaube, ich habe das ganz vergessen zuzuweisen. GUI.skin ist gleich Stil. Ich mache das nochmal so wie ich es eigentlich dachte. Ich war nämlich ziemlich sicher, dass es so funktioniert. Ich glaube, ich habe nur vergessen, das an dieser Stelle zuzuweisen. Genau. Wieso erkennt er dann unseren GUI-Skin nicht an? War das ein Grund? Jetzt ziehe ich den mal hier rauf. Und jetzt dürfte das auch eigentlich funktionieren. Genau, jetzt funktioniert das Ganze so, wie wir es geplant haben. Also so wie, ne? So wie ich das eigentlich dachte, das funktioniert tatsächlich. Wenn ich jetzt hier raufklicke, nur ist es rot, wenn ich darüber gehe. Wenn ich darauf klicke, wird es orange. Gut, ansonsten hat es immer diese Textur hier, diese hässliche. Lag es also doch nicht an mir, sondern vielmehr daran, dass ich das vergessen habe, raufzuziehen. Also, ja, das war doch meine Schuld. Also so funktioniert es. Wir können es einfach auf GUI.skin raufziehen. Da wird es automatisch angewandt. Und dann können wir komplette, ganz eigene GUIs machen. Also grafische Oberflächen. Das ermöglicht uns sozusagen alles zu verändern. Da wir schon gerade dabei sind, wir können auch immer auf einzelne Elemente zugreifen. Wir können sie mixen. Und wir können auch eine Besonderheit. Wir haben jetzt hier ein... Ich mach mal ein Beispiel eines Toggles. Ich nehme jetzt mal diesen hier, den Button, mache daraus jetzt einen Toggle. Brauche ich natürlich nochmal ein Dingens, ein Private Bool Tog. Nenne ich das ganze Ding erstmal, setze ich auf False. So, Tog ist gleich Toggle und hier kommt dann der rein, glaube ich. Genau, der kommt ganz vorne rein. So. Huch, bin ich gegenkommen. Und jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, hier jetzt einen jeden beliebigen Stil reinzusetzen. Ich lösche mal unsere Stilanweisung raus. Ich mache das jetzt erstmal mit den Standardstilen. Jetzt können wir nämlich hier auf GUI.skin.button zugreifen. Und was jetzt passiert, zeige ich euch mal. Wir haben hier einen Toggle. Wir wissen, wie er normal aussieht. Das ist ja diese Checkbox, dieses Feld, was man anklicken kann. Und wenn ich das jetzt mache, starte, und auf den Test 3 klicke, bleibt er aktiv. Ne? Während hier, gehen sie mal aus, und der bleibt jetzt auf Tour. In Wirklichkeit ist das immer noch ein Toggle. Aber er wird dargestellt wie ein Knopf. Das heißt, wir können jedes beliebige Element so aussehen lassen, als ob es ein anderes wäre. Das heißt, es behält seine Logik, aber es sieht anders aus, es verändert sein Design, sein Aussehen. Und damit können wir halt problemlos ja, unsere richtig komplexen Menüs machen, aus einfachen Elementen. Das kann man wirklich alles mögliche anwenden.
Also die Scan-Buttons. Und wir haben noch eine andere Möglichkeit. Wir können das meiner Meinung nach auch einfach so zuweisen, dass ich das jetzt Button nenne. Bin jetzt nicht so sicher. Doch, klappt auch. Ne? Das ist ein Knopf und das ist ein Button. Das heißt, wir können es auch, ich zoome mal diesmal ran, per String machen. Also hier habe ich jetzt einfach nur Button reingeschrieben. Ist ein bisschen einfacher als GUI.skin.button zu nehmen. Und dann können wir einfach hier den Typ reinsetzen. Ich kann jetzt auch zum Beispiel, was gibt es denn noch? Label nehmen. Wenn ich jetzt zurückgehe und starte, dann sieht das Ding aus wie ein Label. Er hat trotzdem noch die Zustände eines Toggles. Das heißt, er kann auch seinen Zustand noch wechseln. Aber er sieht so aus, als ob er ein Label wäre. Und ein Label verändert seinen Zustand nicht, auch wenn es geklickt wird. Das heißt, da muss man natürlich gucken, dass man auch die richtigen Sachen auswählt. Was gibt's noch? Es gibt Slider. Nimmt er das so an? Muss ich horizontal Slider noch dazu sagen? Ich glaube, das wird er jetzt so nicht annehmen. Nee, hat er nicht angenommen. Da war es, muss ich wahrscheinlich horizontal oder vertikal auch hinzuschreiben. Horizontal Slider. Ich hoffe, das akzeptiert er so, wenn ich es jetzt so schreibe. Ja, das akzeptiert er. Jetzt haben wir hier einen Slider. Ohne Slider-Dings, weil es ja in Wirklichkeit kein Slider ist. Und auch der kann seinen Zustand wechseln. Wir sehen es nur nicht. Ne, das heißt, wir haben hier volle Möglichkeiten, alles zu modifizieren, wie wir wollen. In jedes mögliche Aussehen zu verändern und trotzdem immer noch die gleiche Logik dahinter zu behalten. Ja, das war's auch eigentlich schon zu den GUI-Skins. Überhaupt zu den GUIs. Wir wissen jetzt, wie wir GUI-Skins erstellen können. Hier ist ein bisschen Arbeit, das alles einzusetzen, aber es ist machbar. Und damit kann man halt wirklich seine eigenen grafischen Oberflächen machen, Hauptmenüs, Ingame-Menüs, Chats, alles ist mit der GUI möglich. Selbstverständlich ist es ein bisschen schwierig, das alles per Skript zu machen. Dafür gibt es eine, vielleicht im Asset Store gibt es noch einige Sachen, die erlauben es, GUIs selbst, ich sag mal, zu malen innerhalb eines Editors. Das muss man natürlich mal gucken, wie es mit den Lizenzen aussieht. Und öfter sind die Teile nicht so schön zu verwenden, zumindest nicht die kostenlosen. Da muss man halt durchgucken. Ich finde es per Skript meistens besser, auch wenn es ohne Skript vielleicht einfacher wäre. Gut, danke fürs Zusehen. Und wenn ihr Bescheid wisst, falls es neue Folgen gibt, guckt einfach bei Twitter vorbei. Da werde ich das immer ankündigen. Danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.